Hallo, wir von der Adalbert Stifter Praxisnahe Mittelschule sind heute hier in der Medienwerkstatt in Wissensturm und machen einen Beitrag zum Thema Flüchtlinge. Sind Sie dafür, dass Flüchtlinge in Österreich aufgenommen werden? Natürlich. Erstens ist es Teil der Menschenrechtskonvention und zweitens sind wir eines der reichsten Länder der Welt und das ist unsere Pflicht, dass wir Flüchtlinge, die aus Kriegen flüchten, aber auch aus wirtschaftlichem Elend, also ich finde das für gerechtfertigt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, so allgemein kann man das nicht beantworten, aber grundsätzlich muss man das Thema schon sehr differenziert sehen und ein klares Ja kann ich da nicht geben. Das ist ein heikles Thema. Ich sage, in Europa muss jeder seinen Anteil bringen, auch Österreich, aber es muss in einem gewissen Rahmen sein. Ja, selbstverständlich, das ist überhaupt keine Frage. Wir haben viel zu wenige Flüchtlinge bei uns im Lande. Und zwar deswegen, wenn ein Mensch auf Flucht ist, braucht er irgendwo Hilfe, Unterstützung und die können wir uns in Österreich sicher leisten. Ja, ich bin dafür. Ja, ich glaube, dass wir durchaus noch Platz haben für andere an uns. Uns durchschnittlich, ob es noch so gut geht, dass die Möglichkeit immer noch besteht, dass wir ein wenig zusammenrücken können. Und auf der anderen Seite bin ich überzeugt davon, dass sehr viele Flüchtlinge deswegen zu uns kommen, weil wir doch auch die Ressourcen bei denen abgraben und so weiter, Fische wegfischen, die landwirtschaftlichen Gründe quasi missbrauchen und die Einheimischen dort gar keine Chance haben, alles wie zu flüchten. Und darum finde ich das auch ein wenig komisch, wenn es dann heißt, Wirtschaftsflüchtlinge werden nicht aufgenommen. Nein, nicht sind es Wirtschaftsflüchtlinge. Wenn wir die Wirtschaft dort ruinieren, dann müssen sie flüchten. Und da sind wir mitverantwortlich. Durchschnittlich geht es uns recht gut und das verdanken wir aber dem Umstand, dass wir anders ausgenutzt werden. Und ja, da hätte ich zu viel schlechtes Gewissen, wenn ich sage, nein, die dürfen nicht meinen, solange es mir gut geht, auf denen eine Kosten. Es ist unsere Verantwortung, dass wir für die Flüchtlinge, so wie damals nach dem Zweiten Weltkrieg unsere Flüchtlinge aufgenommen worden sind oder während des Zweiten Weltkrieges, dass wir die Verantwortung jetzt auch wahrnehmen. Ja. Wo würden Sie die Flüchtlinge aufnehmen? Das kann durchaus eine Mischform sein, also private Quartiere natürlich, Pensionen, aber auch im Notfall, bevor man auf Zeltlager ausweicht. Auch größere Quartiere wie Kasernen sollte man schon auch die Möglichkeit nützen. Und man soll auf jeden Fall die Bürgermeister auch in anderen Gemeinden, kleineren Gemeinden kontaktieren. Der Punkt ist nur der, wie jetzt in den Medien verlautbart wird, dass der Betreuungssatz, also der für die Beratung, der für die Rechtsberatung zur Verfügung gestellt wird, zu niedrig ist. Also der müsste unbedingt erhöht werden. Naja, das ist unterschiedlich. Also die eine Möglichkeit, die schon so angedacht wird, ist, die Kasernen vielleicht umzubauen und das vom Bundesheer, dass man die weiter nutzt und das umbaut. Die andere Möglichkeit ist, dass man es in Pensionen, Hotels oder irgendwo unterbringt, was auch schon zum Teil in Gebieten, wo halt nicht so viel Fremdenverkehr ist, dass man es da unterbringt. Die Flüchtlinge müssen adäquat versorgt werden, auf keinen Fall in Zelten. Ich schaue mich richtig, wenn ich die Bilder im Fernsehen sehe, was da, dass die in Zelten untergebracht wird, das ist ein Schauen für ganz Österreich. Ja, es ist schwierig zu beantworten, wobei ich das nicht so problematisch sehe, dass wenn es Zelte gibt, sehe ich keinen Grund, warum im Sommer nicht für eine gewisse Zeit Flüchtlinge in Zelt untergebracht werden sollten. Ist als Erstlösung, ist sicher, wenn man keine Gebäude hat, ist sicher ein Zelt tauglich und die Idee mit den Kasernen ist sicher auch nicht schlecht, was man schon gehört hat. Wahrscheinlich mehr im städtischen Bereich oder außerhalb im städtischen Bereich. Da muss sich die Politik einig werden. Unterbringungsmöglichkeiten gäbe es sicher. Es gibt diese Lösungen wie Kasernen etc. Die würde auf alle Fälle menschenwürdiger finden als jetzt reine Zeltunterkünfte. Das hat man gesehen, das bewährt sich nicht. Spätestens wenn es recht regnet und es gatschig wird. Oder im Winter ist das. Da war vermutlich mehr drinnen. In würdevollen Unterkünften und Zelte sind das sicher nicht. Wenn Sie ein Flüchtling wären und dann aus einem Land flüchten würden, wo Krieg herrscht, wo würden Sie dann am liebsten aufgenommen werden? In einem sicheren Land, das
kann Amerika sein, Kanada oder auch Europa. Ich glaube, der Punkt ist der, dass man zuerst einmal versucht, sich und seine Familie in Sicherheit zu bringen. Marina, da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht, wo ich da am liebsten hinflüchten möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da nach Österreich kommen will, wenn ich mir das aussuchen kann. Ich glaube einfach, dass die Menschen, die gar keine Wahl haben, sondern die flüchten einmal, dass sie ein Leben retten und dann sind sie angewiesen auf die Länder, dass aufgenommen werden und ihnen geholfen wird. Also ich glaube, dass das sich die Frage gar nicht stellt für die Leute. Und das ist genau eine Frage, die mir ich auch noch nicht überlegt habe. Ja, es ist natürlich schwer zu sagen, aber ich sage, wenn ich wirklich aus einem armen afrikanischen Land komme, wochenlang unterwegs bin, übers Meer, gerade einmal überlebe auf einem Schiff, glaube ich, wäre ich als Flüchtling auch zufrieden, wenn ich in Österreich bin und in Linz auf der Polizeisportplatz in einem Zelt untergebracht bin, glaube ich, wäre ich fürs Erste schon einmal dankbar, dass ich überhaupt sicher bin, ein Dach über dem Kopf und noch Essen habe. Also ich glaube nicht, dass der Großteil der Flüchtlinge fordern würde, dass er in einem festen Gebäude ist. Das ist schon klar, dass ich da auch flüchten würde und man eine gewisse Gastfreundschaft erwartet man sich dann natürlich schon, wenn man woanders hinkommt, ja, wenn man wirklich berechtigt flüchtigt, genau. Wenn Österreich im Krieg wäre und ich müsste einrücken als Soldat, kämpfen würde ich flüchten. Ich werde nicht kämpfen. Ich bin gegen jeden Kampf mit der Waffe. Wenn ich jetzt flüchten müsste, würde ich mir erwarten, dass mich ein Land, was in Frieden lebt, gut aufnimmt und nicht mit diesen Bildern, so wie in Österreich, konfrontiert. Das ist peinlich, was die FPÖ zum Beispiel macht. Das ist nicht in Ordnung. Ich würde erwarten, dass ich dort Aufnahme findet, dass man das nicht so kompliziert gemacht wird, dass einfach Verständnis da ist für die Umstände, die mich zu einer Flucht gezwungen haben. Und ich denke mir, keiner verlässt gern sein Heimatland. Da müssen schon massive Gründe vorliegen, dass man ganz woanders hingeht und dort hofft, wieder neu anfangen zu können. Also da muss der Druck schon enorm groß sein, so groß, wie sie mir gar nicht vorstellen können. Ja, und ich würde mir natürlich erwarten, wann ich schon meine Heimat verlassen muss und woanders hingeht, dass man halt dort die Chance gegeben wird, dort auch wieder Fuß zu fassen und dort auch ja, zahlendes Mitglied der Gesellschaft zu werden und beizutragen, indem ich Arbeit und Steuern zahlen kann und mir das nicht verunmöglicht wird. Na, absolut. Ich arbeite selber seit vielen, vielen Jahren im Kosovo und ich kenne die Situation vor Ort sehr gut. Und wenn du mir die Frage jetzt stellst, punkto Syrien, na natürlich, wenn mir alles genommen wird, wenn die Situation so schwierig ist, wünsche ich mir, dass ich mit Respekt, zumindest mit Respekt aufgenommen werde. Und im Idealfall mit Freundlichkeit sowieso, aber auch mit Entgegenkommen und Verständnis vor allem für meine Situation. Aber das kann man nicht erwarten, das verstehe ich, aber zumindest mit Respekt. Und da bin ich derzeit sehr kritisch, was in Österreich passiert. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Tschüss. Tschüss.